Hallo, ihr Lieben. Scheinbar hat meine Kamera gerade nicht aufgezeichnet. Ich wollte mit euch heute den nächsten Prompt aus der 500 Drawing Prompts Liste machen. Und ich habe mich entschieden für die 199 Schlüssel und Schloss. Ich habe jetzt schon die Skizze gemacht. Eigentlich wollte ich die mit aufzeichnen, aber leider hat die Kamera gesponnen. Ich habe im Prinzip mir das Schloss skizziert, bisschen die Highlights eingezeichnet. Ich habe auch eine Vorlage. Ich möchte aber versuchen, mal das ein bisschen comichafter zu machen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Und ja, kurzer Hinweis, wie immer, wenn wir diese 500 Drawing Prompts machen, wenn ihr euch eine Zufallszahl wünschen wollt zwischen 1 und 500, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ich eure Zahl auswähle, werdet ihr im nächsten Video genannt. Bisher hat sich allerdings noch nie jemand eine Zahl gewünscht, deswegen habe ich diesmal selber ausgesucht. Und zu den Materialien, die wir verwenden, arbeite heute mit den Goldfasern. Die habe ich ja letztens vorgestellt und neu gekauft. Und ihr findet natürlich den Review auf meinem Kanal, wo ich die vergleiche mit Artisa und von Faber-Castell den Color Classics. Und da könnt ihr gerne mal reinschauen. So, ich habe jetzt schon Schlüssel und Schloss skizziert. Ich habe ein bisschen kitschig, bisschen Herzschlüssel. Ich bin mir jetzt noch ein bisschen unschlüssig von den Farben. Ich denke, ich werde den Schlüssel erstmal goldgelb machen und nehme jetzt erstmal die hellste Farbe und fange an, dort drüber zu gehen, wo ich die Highlights habe. Da das hier primär Skizzen sind, habe ich jetzt kein Radiergummi dabei, werde also auch die Skizze drunter nicht wegradieren. So. Also dort, wo die Haupthighlights sind, gehe ich schon kräftig drüber. Dort, wo so nur leichte Highlights sind, gehe ich erstmal ganz sacht drüber. Dann habe ich noch einen Mittelton und einen dunklen Ton. Jetzt nehme ich erstmal den dunklen Ton und zeichne mir die Schatten ein. Und jetzt schaue ich einfach, dass ich hier ein bisschen die Übergänge vielleicht rausarbeiten kann. Ich hätte vielleicht erst mit dem Mittelton einmal eine Grundfarbe schaffen sollen, aber ich habe da manchmal das Problem, dass ich es dann nicht wieder aufgehellt kriege, wobei das ja mit den Goldfarben besser ist. Mit dem habe ich ja letztens getestet, da lässt sich leichter mit hell wieder über dunkel arbeiten als mit anderen Stiften, weil die wahrscheinlich anders als meine anderen Buntstifte nicht
wachsbasiert sind, sondern ölbasiert. Das ist im Prinzip wie der Unterschied zwischen den Prismacolor und dem Polychromos. Das sind auch die einzelnen wachsbasiert, die sind halt sehr gut zum Blenden und für weiche Übergänge. Und die anderen sind ölbasiert, die sind halt sehr gut für feine Details. So. So schlecht sieht es gerade gar nicht aus. Das helle Gelb hätte vielleicht ein Hauch wärmer sein können. Da hätte ich vielleicht das andere nehmen sollen. Aber mit dem Schlüssel bin ich erstmal ganz zufrieden. So, jetzt nehme ich erstmal hier mein Schwarz. Was halt in der meiner Vorlage ist, man sieht hier drüben so ein bisschen ganz fein die Kante. Deswegen versuche ich da ein bisschen heller zu arbeiten, um auch diesen Effekt zu bewirken. Aber nicht zu krass. So. Jetzt ist die Frage, das Schloss. Ich glaube, ich mache es rot. Hier meine drei Töne, wobei für das doch, ich nehme die drei. Da habe ich hier so ein dunkles Rot, ein mittleres und ein helles und dann mache ich wieder erstmal die hellen Bereiche. So, und dann mal hier die ganz dunklen. So, und dann nehme ich mein mittleres Rot und dann gebe ich dem Ganzen eine
Grundfarbe erstmal. Ich drücke noch nicht zu doll aus, außer da, wo ich weiß, dass ich es wirklich dunkel brauche. Es ist immer einfacher, dunkler zu werden, als wieder heller zu werden. Jetzt gehe ich wieder rein und vertiefe im Prinzip nochmal die Kontraste. Das heißt, da wo ich mehr Schatten will und auch dieses etwas kühlere Rot stärker haben will, gehe ich mit dem nochmal drüber. Da wo ich den Mittelton stärker raus haben will, gehe ich mit dem nochmal drüber. Bei den Highlights nehme ich jetzt tatsächlich ein bisschen Weiß mit rein. Das kann man übrigens auch immer super zum Ausblenden nehmen. Und ja, im Zeichnen muss ich mich erst wieder ein bisschen üben. Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr gezeichnet, weil immer so viel los war. So viel anderes zu tun, dass das Zeichnen einfach irgendwie ganz oft einfach zu kurz kam. So. Das war das. Jetzt denke ich, gehe ich noch mit Grautönen rein. Um den Griff zu machen, um noch ein paar Schatten zu setzen. Erstmal hier, wo der Schlüssel Schatten wirft, mache ich mit einem Schwarz noch ein bisschen, nehme ein bisschen die Sättigung raus und dann
Ich versuche die Schatten auch nicht zu stark zu machen, weil in meiner Vorlage sind sie im Prinzip auch nicht so stark, aber ich möchte sie schon. Als Teil des Bildes gut sichtbar haben. Und leider bin ich jetzt doch nicht so comichaft, wie ich es mir am Anfang dachte. Aber naja, Übung macht den Meister und nicht jede Skizze kann perfekt werden. Ich finde, die ist schon recht gut gelungen. Für so die anderen, die ich in letzter Zeit gemacht habe, da waren deutlich schlimmere dabei. Die werdet ihr irgendwann in einem Video mal sehen, wenn ich mal wieder dazu komme, Skizzen einzuscannen. Dann werdet ihr auch die Sachen von Weihnachten und so weiter. Da habe ich noch ein bisschen gezeichnet ab und zu. Aber wie gesagt, seitdem nur noch sehr, 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 sehr selten. So, ich habe hier bewusst als mittleres Grau ein warmes Grau genommen. Ich denke, das hilft, den Griff ein bisschen vom Schatten abzusetzen, wenn der so einen warmen Unterton hat. Und wir haben ja auch Rot und Gold, sind ja auch zwei warme Farben. Um es aber noch ein bisschen dunkler zu kriegen, gehe ich mit dem Schwarz nochmal drüber. Ich versuche jetzt mal die Schatten noch schön dunkel zu kriegen. Also die Schatten im Griff. Das ist jetzt natürlich auch kein ideales Zeichenpapier. Ich muss sagen, bin eigentlich ganz zufrieden. Was sagt ihr? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich denke, wir sind jetzt 20 Minuten dabei. Ich habe insgesamt eine halbe Stunde für die Skizze gebraucht. Wir haben März 24. Und wieder ein Prompt fertig. Mir bleibt also nichts zu sagen, als ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal.